Soweit es Brett Favre betraf, war die Sache beendet. Natürlich teilte er das dem Team nicht mit, denn dann wären er und sein Ego ja aus dem Fokus geraten. So schickten die Vikings 3 Spieler zu dem Quarterback und bettelten ihn an, zurückzukommen. Mit Erfolg. Doch dieses Mal geht Favre in die Saison mit dem festen Vorsatz, dass es wirklich seine letzte ist. Aber auch das hatten wir ja schon bei ihm. Bei einer Pressekonferenz sagte er, dass er es den Vikings schuldig sei, sie den einen Schritt weiterzuführen, der letztes Jahr fehlte. Also wird der 40-Jährige seine 20. Saison spielen und vielleicht steht er schon im nächsten Vorbereitungsspiel auf dem Platz. Ziemlich genau vor einem Jahr entschied sich der Quarterback zu seinem ersten Abstecher nach Minnesota. In 3 Wochen treten die Vikings zu ihrem ersten Saisonspiel in New Orleans an, wo Favre im NFC-Endspiel furchtbar verprügelt wurde. Da brennt er auf Wiedergutmachung. Tarvaris Jackson war übrigens nicht erfreut über die Rückkehr des Grauen Wolfs. Brady Quinn kam nach Denver, um Kyle Orton für den Posten des Starters herauszufordern. Stattdessen sieht es nach dem ersten Testspiel so aus, als ob er sich gegen Tim Tebow wehren muss, um nicht auf den 3. Platz abzurutschen. Quinn sah öfters verwirrt aus im Spiel gegen die Bengals. Vom Spielplan schien er keinen Plan zu haben. Natürlich war es sein erster Einsatz in beinahe Live-Spielumgebung, doch etwas besser hätte es gegen Cincinnatis zweite Verteidigung schon laufen sollen. Tim Tebow dagegen hatte alles vergessen, was ihm in der Zeit zwischen seinem letzten College-Einsatz und dem ersten Testspiel für die Broncos beigebracht wurde. Tebows Wurfstil ist für die NFL untauglich, da er den Ball zu oft zu weit vom Körper entfernt hält. Stunde um Stunde haben seine Trainer versucht, ihm das abzugewöhnen, ohne Erfolg. Im Training klappt es, aber gegen Cincy fiel er in seine alte Wurfroutine zurück. Allerdings hatte das gegen die Bengals noch keine negativen Folgen. Sein erster Touchdown für Denver war übrigens ein sehr schmerzhafter. Bei seinem 7-Yards-Lauf in die Endzone der Bengals verletzte er sich an den Rippen. Im letzten Training konnte er nur 10 Minuten durchhalten, dann beendete er die Einheit. Wie schwer der Quarterback verletzt ist, teilten die Broncos nicht mit. Eli Manning wird gegen die Steelers nicht antreten. Der Quarterback der Giants zog sich im Spiel gegen die Jets eine stark blutende Kopfwunde zu und wird geschont. Glücklicherweise zog er sich keine Gehirnerschütterung zu und auch sein Nacken hat nichts abbekommen. Damit die Naht gut verheilen kann, darf Manning keinen Helm tragen, der auf die Wunde drückt. Die Sache mit der Offense der Cowboys wird nicht besser. Nach Mark Colombo verletzte sich nun auch noch Left Guard Kyle Kosher. Er verstauchte sich das Knie und wird etwa einen Monat ausfallen. Damit wird er den Saisonauftakt gegen die Redskins verpassen. Für die Offense der Cowboys wäre es höchste Zeit, im 3. Vorbereitungsspiel endlich den ersten Touchdown zu erzielen. Das wird nicht leicht gegen die Chargers, die Bears gut im Griff hatten. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.